Aktienlust-Börsenshow Nachlese wird Ihnen präsentiert von Smart Broker. Hallo und herzlich willkommen hier bei Aktienlust TV und zu unserer Börsenshow Nachlese. Es freut mich ganz besonders, dass neben unseren beiden Experten Mick und Jürgen wieder unser Jens mit dabei ist. Er ist ja mit mir unter anderem für den Chat zuständig und ist Experte im Bereich Pharma und Maschinenbau. Und apropos Chat, ja, zum Glück habe ich mir gestern die Fragen aus dem Chat gleich rauskopiert, denn diese waren heute Morgen nicht mehr verfügbar. Was war denn da los? Ja, also wir hatten ja ein bisschen technische Probleme. Das Netzwerk war ausgefallen und da mussten wir Umwege gehen über eine mobile Box. Und das hat alles ein bisschen gedauert und dann haben wir neu losgelegt. Ja, und irgendwie beim Neu-Loslegen war aber ja schon das Vorschaubild mit unseren etwas irritierten Zoom-Gästen, ihr zwei ja auch dabei, ja. Und das hat halt gedauert, das war halt noch drauf. Und dann hat da unser Ben das dann im Nachgang noch beschnitten, damit es auch pünktlich losgeht für alle die, die das halt im Nachgang sehen wollen. Ja, nun, dann ist dann heute der Chat dann, wenn man das macht, ist der Chat dann halt weg. Aber gut, es gab ja auch aufgeregte Zuschauer, die haben sich um deine Fingernägel Sorgen gemacht, Nicole. Was war da los? Was war da los? Jens, du hattest da auch, du warst ja auch nicht so angenehm zu sehen. Mein Französischlehrer, Gott hab ihn selig, hat immer gesagt, wenn man glaubt, man ist allein, macht man sich die Nägel fein. Ich glaube, das war gestern zutreffend im Moment. Na gut, fahren wir fort. Als Spezialgast hatten wir ja diesmal gleich zwei dabei, nämlich der Daueroptimist der Heiko Thieme und der YouTuber und Trader Lars Eriksen. Was waren denn eure Highlights gestern aus der Show? Also mein Highlight war ganz klar, dass wir Heiko Thieme eigentlich nur eine einzige Frage gestellt haben und ich dem Mick dann zwischendurch dann erzählt habe, du Mick, unsere anderen fünf, die können wir nicht mehr stellen, weil dann geht die Sendung bis Mitternacht. Also wirklich unfassbar, was dieser Mann noch für eine Power, für eine Energie hat. Ich habe mir vorgenommen, ich fange jetzt auch mit Marathonlaufen an, Mick. Ja, ich meine, ich kenne Heiko Thieme, er ist auch schon gefühlt seit 15, 20 Jahren. Ich meine, mit 78 ist dieser Mensch tatsächlich ein super Rhetoriker nach wie vor. Das war er eigentlich immer schon, strahlt immer schon einen hervorragenden Optimismus aus. Und ich kenne ihn eigentlich auch nicht anders, ob nun auf der Bühne oder auch so über Zoom oder wie auch anders in Interviews. Er ist selten zu stoppen. Also von daher, er hat uns gestern natürlich jede Menge Optimismus aus Spanien gestern gesendet. Sonst macht das ja aus den Vereinigten Staaten, aus Amerika. Das hat eigentlich gestern gut gepasst, es hat gut getan, es war gut für unsere Show, es war gut für unsere Zuschauer, für unsere Anleger, für unsere Clubmitglieder, für alle, die zugeschaut haben. Also mir hat es hervorragend gefallen, aber wie gesagt, Zwischenfragen zu stellen, das war gestern unmöglich. Und Jens, bei dir muss ich ja sagen, du bist ja auch bei uns dann immer bei den Post unter den Videos sehr aktiv und hast einem sehr jungen Zuschauer scheinbar, der muss 16 sein oder 14, heute ja eine passende Antwort gegeben, weil der hat gedacht, wir wären da in irgendeinem Swingerclub, er hat die weißen Bademäntel vermisst und so weiter und die alten Herren, ja. Also Gott sei Dank, Jens, an der Börse ist Erfahrung immer noch was wert und ich habe ja dann auch deine Post noch geantwortet, er soll sich dann doch besser bei Kika umsehen. Ja, bei Heiko Thieme sieht man einfach, was da an Wissen raus muss. Also, er hatte das Lungenvolumen eines Apnoe-Tauchers. Ich habe ihn gar nicht atmen gehört in dem Moment, wo er gesprochen hat. Also, das war wie ein Feuerwerk der Weisheiten, die da so raussprudelten. Und auf sowas verzichten, das ist einfach schwierig. Also, mein Ziel ist es eines Tages auch so zu sein wie Heiko Thieme. Ob ich Marathon laufen anfange, weiß ich noch nicht, aber einen roten Schal werde ich mir kaufen, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch eine Alternative. Also, wirklich erstaunlich, der Mick und ich, wir haben permanent angesetzt, eine Frage zwischenzufeuern. Aber wie du schon sagst, der hat gar nicht Luft geholt. Ja, ich weiß gar nicht, wie der atmet, aber das war schon erstaunlich. Ja, dann starten wir mit den Fragen zur Show, beziehungsweise zu Beginn möchte ich zwei Aussagen aufgreifen, die ich mir gestern aus dem Chat notiert hatte, von dem Martin Fischnaller. Er schreibt: Hab alles auf die Endrallye gesetzt. Leider ein Fehler. Da ist jetzt Geduld gefragt. Und der Thomas Mensch, was für eine schmerzhafte Woche. Wieder einmal monatelang aufgebaute Erfolge innerhalb einer Woche weg. Puh.
Ja, Mick, was würdest du denn den beiden raten und wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Sehen wir noch die Trendrally? Naja gut, wieso? Wir haben eine Jahresendrallye und wir haben sie auch gehabt. Und wenn ich mir vorstelle, wir liegen in einem schwierigen Jahr, in einem Pandemiejahr, in einem Corona-Jahr. Wir liegen immer noch mit 11% im Plus beim Leitindex, beim DAX. Ja? Wie viel Gier will denn ein Anleger und ein Aktionär tatsächlich haben? Wir haben mal Zeiten gehabt, wo wir tatsächlich über die Banken 7% bekommen haben. Das waren die höchsten Zinssätze, die wir auf den Banken hatten. Jetzt bekommen wir über die Banken gar nichts, sondern müssen sogar noch ein 0,5%, meine, dieses Wort in sich ist ja schon ein Schimpfwort, Strafzinsen zahlen. Normalerweise bekommt man für Zinsen was. Jetzt zahlt man sogar noch was. Also wir zahlen noch Geld für Geld auf den Banken und bekommen über den Markt, über den DAX, den Leitindex, 11%. Ja, wir lagen bei 14, 15, wenn wir unser seinerzeitiges Rekordhoch bei 16.200 gehalten hätten. Also 11% liegen wir jetzt noch. Was auch noch nicht heißt, dass die Rallye total zu Ende ist. Ja, sie ist gerade unterbrochen. Wir haben jetzt noch 4 Wochen bis Weihnachten, also 3,5 bis 4. Das heißt, eine Fortsetzung könnte es durchaus ja noch geben. Ja, wir sind gerade gestoppt. Jetzt geht es ja darum, wie geht es mit Omikron weiter? Werden sich die Märkte beruhigen? Was sagt die EZB? Was sagen die Regierungen? Ja, also wir liegen ja auch im Markt jetzt wieder bei 15.300. Wir sind ja nicht komplett abgesoffen. Wir sind nicht komplett gecrashed. Wir haben die 14.800 nach unten noch gar nicht durchbohrt. Der Markt hat sich ja wieder einigermaßen stabilisiert. Ja, es ist ja nicht so, dass wir einen Einbruch gesehen haben wie im März letzten Jahres, wo wir bei 8.800 lagen, ja, und alle, die da seinerzeit gekauft haben, ja, im Tief, wo wirklich das Blut geflossen ist, wo die Kanonen gedonnert haben, ja, die können sich über exorbitante Kursgewinne freuen. Die haben mit einer Tesla einen Verzehnfacher gehabt, die haben mit den deutschen Werten Verdreifacher, Vervierfacher gehabt, ja, also das sind exorbitante Kursgewinne. Da kann ich ja nicht sagen, ich habe nichts gewonnen oder ich habe alles verloren, das ist ja nun nicht wahr. Und 11%, das ist doch eine hervorragende Rendite, eine hervorragende Performance. Da muss ich da auch mal zufrieden sein. Meine, wie viel Gier will ich denn tatsächlich walten lassen? Ja, meine, mehr kriege ich letztlich nirgendwo. Und das ist auch das, was Heiko Thieme gestern gesagt hat. Da muss man da auch mal ein bisschen Demut walten lassen. Ja, wenn ich jedes Jahr 11% aus dem Markt heraushole, dann kann ich da auch mal zufrieden letztlich sein mit dieser Performance. Bitte. Ja. Am meisten diskutiert wurde gestern über die chinesische Alibaba-Aktie bezüglich dem drohenden Delisting. Der Christoph zum Beispiel schreibt, US-Behörden nähern sich Delisting chinesischer Aktien an. Jetzt oder nie aus diesen Aktien raus. Und der John McCain, Alibaba schnell verkaufen vor dem Delisting. Und der Achim Hofmann schreibt noch, Alibaba jetzt verkaufen. Ja, Jürgen, ist die Angst gerechtfertigt? Also ich komme gleich darauf zu sprechen, weil genau das geht ja um die Richtung, was jetzt Mick versucht hat zu beantworten. Und ich glaube, das erklärt auch die zuvor Fragen, wo dann eben junge Anleger vor allen Dingen, also die noch nicht lange dabei sind, ausschließlich in spekulative Aktien investieren. Ja? Und wer natürlich nur in die gehypten oder zuvor gehypten jungen Wachstumsunternehmen investiert oder ausschließlich in chinesische Wachstumsunternehmen, der kann durchaus in diesem Jahr auch deutlich hinten liegen. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man immer eine gute Mischung fährt. Also ich erzähle jetzt was aus dem Nähkästchen. Der Mick und ich, wir haben ja einen relativ teuren Börsendienst für einen Verlag, für einen anderen. Und da haben wir übrigens auch eine Alibaba, eine Baidu, eine JD im Depot. Und trotzdem liegen wir über 20% vorn, weil wir eben auch andere Aktien im Depot haben, die deutlich besser laufen. Und wenn ich dieses Jahr natürlich bei einer Alphabet, bei einer Microsoft dabei bin oder irgendwas, ja, da liege ich deutlich im Plus, auch wenn die jetzt mal eben einen Rücksetzer gemacht haben. Und das zeigt halt wirklich, es kommt am Ende des Tages auf die Mischung an. Natürlich muss man jetzt die Frage stellen, was machen Anleger, die jetzt in diesen China-Aktien investiert sind? Wie sollte man sich da verhalten? Ich meine, wir haben immer wieder gepredigt und ich mache es auch heute wieder, selbst ein junger Anleger, mehr als 20% China-Anteil sollte er nicht haben. Und dann ist er natürlich bei den Schwergewichten besser aufgehoben als bei den Werten aus der zweiten und dritten Reihe.
Und natürlich, was aktuell da stattfindet, das ist schon nicht schön. Das ist ein Wirtschaftskrieg auf hohem Niveau zwischen den Amerikanern und den Chinesen, wobei die Chinesen selber aktuell ihren Unternehmen Druck machen, sich aus dem US-Markt zurückzuziehen. Ja? Also, also praktisch die Amerikaner wollen die chinesischen Unternehmen draußen haben und die Chinesen selber auch. Ja, und das ist natürlich so ein Umfeld, was jetzt nicht gerade günstig ist für die chinesischen Aktien an der Wall Street. Aber auch da, glaube ich, ist nach wie vor viel Säbelrasseln im Spiel. Diddy Global hat es jetzt zurückgezogen, aber die hatten natürlich sowieso diesen Skandal, wo ja sowieso auch schon die US-Behörden gesagt haben, das geht so nicht. Und natürlich wollen die US-Behörden von Unternehmen, die in den USA Kapital besorgen, eine höhere Transparenz. Die haben da ihre Ansprüche daran. Und wenn die chinesischen Unternehmen die nicht erfüllen können oder auch nicht dürfen, seitens der chinesischen Regierung, wird es problematisch. Aber das sind Prozesse. Aber ganz klar ist natürlich, und das haben wir ja auch schon wieder thematisiert, das hat per se erstmal nichts mit den Perspektiven der Unternehmen zu tun. Es hat aber natürlich damit zu tun, was wir als Anleger vielleicht künftig machen. Natürlich, wenn ich jetzt neu solche Titel kaufe, dann hole ich mir die Aktien, die in Hongkong gelistet sind. Da habe ich nur auch wieder bei Alibaba das Problem, die in Hongkong gelistete Aktie ist noch nicht in Deutschland handelbar. Ja, also da muss ich dann schon wieder auf andere Broker ausweichen oder direkt in Hongkong ordern, damit ich eben auch diese Aktie bekomme. Also Alibaba ist sowieso momentan leider so das Unternehmen, wo ich so das Gefühl habe, dass da die chinesische Regierung so ein bisschen ja, ein Exempel statuieren will für die anderen. Also nach dem Motto, hier seht zu, nicht, dass es euch mal genauso geht wie das, was wir mit Alibaba machen. Und trotzdem würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen, dass man jetzt Alibaba aus dem Depot schmeißt, weil das Unternehmen wächst weiterhin stark, es ist weiterhin extrem führend und so schnell ist man auch nicht delistet. Ja? Also klar ist es, man muss jetzt gut überlegen. Ja? Also bei anderen Aktien, wo ich im Minus bin, wenn ich beispielsweise eine Baosun habe, die ja richtig im Keller ist, ja, da kann ich natürlich jetzt überlegen zu sagen, okay, ich verkaufe jetzt die ADRs, die ich habe, ja, in New York mit Verlust, ich realisiere den Verlust, ja, auch steuerlich und 2-3 Tage später oder Ende des Jahres, weil dieses Jahr wird dann nicht mehr so viel gehen mit den Aktien, da kaufe ich mir die Hongkong-Aktie, die ist wiederum in Deutschland schon gelistet. Da gibt es einige, es gibt es bei JD, es gibt es bei Baidu, es gibt es auch eben bei Baosun, es gibt aber auch andere wie Alibaba oder Pinduoduo, wo es da noch keine Alternative gibt. Und da würde ich jetzt auch noch nicht so hektisch sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir im Frühjahr auch ein ordentliches Comeback bei Alibaba sehen werden. Aber jetzt, man sollte da jetzt auch nicht dem schon im Minus befindlichen Portfolio weiteres Geld hinzufügen, wenn ich ohnehin schon hochgewichtet bin. Also dann sollte man einfach geduldig sein. Und wenn es wirklich da so der Punkt kommt, dass man verkaufen muss, dann werden wir das hier auf dem Kanal auch kundtun. Jens, die nächste Frage geht an dich. Scheibe von der Wurst möchte wissen oder schreibt, im Aktienlust Kompakt kam die Firma Autodesk zur Sprache. Mich beschäftigt die hohe Fremdkapitalquote. Wäre vielleicht generell mal ein Thema, was hier aus eurer Sicht gesund ist. Und auch das Teekesselchen möchte wissen, was haltet ihr von Autodesk? Hat nach Zahlen stark nachgegeben, aber deren Software zur Darstellung von 3D-Objekten, Stichwort NFTs, sollte doch für reichlich Kursfantasie sorgen. Also jetzt ist AutoCAD ja nicht letzte Woche um die Ecke gekommen, sondern die sind da schon seit vielen, vielen Jahrzehnten im Markt. Ich nutze die Projekte und Software von AutoCAD ungern. Also ich muss nur sagen, wenn ich mit AutoCAD arbeite, das waren immer verlorene Jahre für mich. Ja? Mhm. Also es gibt auf dem Markt, gerade im Bereich Automotive ist CATIA führend. Und im Bereich Engineering allgemein ist SolidWorks von Dassault führend. Ansonsten noch Siemens mit dem Markt, mit Unigraphics NX. Und AutoCAD bzw. Inventor, die 3D-Software von Autodesk, ist schon so ein bisschen der kleine, unbeliebte Bruder in dem Markt. Worum geht's? Also man zeichnet einen Umriss, tut den extrudieren, bringt Bohrungen ein, dann macht man eine Zeichnungsanleitung, 3 Ansichten, bemaßt das Ganze und fertig ist das fertige Teil. Das kann man dann rausgeben an denjenigen, der es bauen soll. Das ist die Software, im Prinzip, die Inventor macht und die AutoCAD macht. Und das ist eigentlich immer die schwächste Software gewesen von den Vieren. Also da mag es Meinungen im Markt geben. Bei Architekten ist AutoCAD sehr gefragt.
Aber ansonsten im Engineering ist eigentlich Dassault bzw. Siemens und PLM führend. Und der einzige Fehler bei der Aktie von Autodesk in den letzten 10 Jahren, den man machen konnte, war, sie nicht zu halten. Ich glaube, das waren so 700%, habe ich mal gelesen, hat man in den letzten 10 Jahren Gewinn gemacht. Nun ist das so, die Aktie hat ein KGV von derzeit 53, Wertung 50 Milliarden im Unternehmen. Die ist schon sehr weit geklettert. Warren Buffett würde sagen, die dümmste Begründung, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Und die Aktie ist sehr weit geklettert. Also ich denke mal, momentan sind die Zahlen auch eher so schlecht vermeldet. Es geht ein bisschen bergab. Ich sehe jetzt keinen Grund, die Autodesk-Aktie zu kaufen. Also wer da engagiert sein will, der mag vielleicht zum Marktführer gehen, Dassault Systems. Das so eigentlich sind Franzosen, haben nichts mit der Kampfflugzeugschmiede das so zu tun, sondern eine unabhängige Softwarefirma. Oder letzte Woche hat eine Menschenmaschine dabei von Adi Trostleff. Das ist eben die Firma, die auf der Software von AutoCAD aufbaut. Aber Autodesk selber in meinen Augen schwieriges Thema. Mick, der Giuseppe möchte wissen, ob man bei Visa den Rücksetzer zum Kauf nutzen sollte. Und auch der oder der Peter, der antwortet hingegen, Visa und Mastercard werden es auf langer Sicht schwer haben. Was meinst du dazu? Ja, meine, wir hatten gestern das Thema ja unter anderem mit Lars Eriksen in Bezug auf die PayPal mal gerechnet. Meine, er sagt ja, da muss man tatsächlich ein bisschen die Füße stillhalten und in abwartender Haltung sein. Ähnliches haben wir ja auch gestern so ein bisschen auf der anderen Seite auch von Heiko Thieme gehört. Visa und Mastercard brauchen halt eben mal wieder Einsatzgebiete. Heißt also, wir brauchen mal wieder Menschen und wir brauchen vor allen Dingen mal wieder Menschen, die die Karten zum Einsatz bringen. Und wann kommen diese Karten natürlich zum Einsatz? Wenn die Menschen unterwegs sind, vor allen Dingen dann, wenn sie im Ausland sind, wenn sie auf Reisen sind, dann werden diese Karten ja mit Vorliebe ganz gerne eingesetzt. Wenn man mal wieder im Urlaub ist, wenn man mal tatsächlich auf Reisen ist, dann wird ja ganz gerne Visa und Master wieder eingesetzt. Also ich denke, dass die Zeiten nach Corona vor allen Dingen natürlich mal wieder prädestiniert wären, mal die Visa wieder zu zücken, mal die Mastercard wieder zu zücken, um tatsächlich im Ausland da halt eben mal wieder bargeldlos zu bezahlen. Also man kann natürlich gerade eine Visa bei 176,50, die kommt ja von ein bisschen über 200, tatsächlich dann, wenn man an das Unternehmen glaubt, wieder einsetzen. Aber es gibt da natürlich momentan vielfältige Einsatzmöglichkeiten, tatsächlich bargeldlos zu bezahlen. Ob das tatsächlich in Zukunft per Visa, per Mastercard passiert oder halt eben über alternative Zahlungsmöglichkeiten, dazu ist natürlich die Konkurrenz gerade relativ groß geworden. Meine, da müssen sich natürlich Visa und Mastercard momentan relativ warm anziehen. Es gibt zu viel Alternativen in diesem Bereich. Ja, auch PayPal wird da tatsächlich abwalten müssen. Meine, wir haben ja gesehen, auch die PayPal-Aktie hat sich ja nun relativ schnell auch nach unten abgesetzt. Also da wird man sicherlich Geduld mitbringen müssen. Ja, also ob ich die momentan tatsächlich nachkaufen würde, da würde ich zuerst einmal tatsächlich wirklich abwarten. Jürgen, Fly to High möchte wissen, sollte man bei Square und Fiverr nachlegen oder noch warten? Die Aktien hattest du ja letztens auch mal im Visier. Also Fiverr habe ich jetzt, glaube ich, schon zweimal kurzfristig analysiert. Da bleibe ich dabei. Finde ich ein richtig tolles, geiles Unternehmen. Perspektiven richtig, richtig gut. Wirklich als praktisch Auktionsplattform für Dienstleistungen, ja, und die hat eine tolle Entwicklung, tolles Wachstum. Und natürlich leidet auch so ein Unternehmen aktuell, wenn eben weniger Aktivitäten stattfinden. Und da natürlich, aber leidet vor allen Dingen die Aktie darunter, dass eigentlich alle Tech-Aktien aus der zweiten, dritten Reihe ordentlich im Korrekturmodus sind. Ja, da werden einfach mal Gewinne mitgenommen, was man so bei dem reinen Blick auf den Nasdaq nicht so gleich sieht. Ja, und das passt eben auch in dieses Bild. Und ich finde das aber eigentlich auch wieder eine gesunde Entwicklung, weil hier sind wir schon korrekturmäßig weit fortgeschritten und da gibt es auch schon wieder attraktivere Chancen. Und das gilt eben auch für Square. Also Square ist, man könnte jetzt fundamental als Begründung auch noch heranziehen zuletzt, dass diese Übernahme von Afterpay, also Buy Now, Pay Later machen die ja, das ist ja auch eine tolle Geschichte, die in Amerika sehr beliebt ist, dass sich die verzögert. Eigentlich sollte das jetzt schon im Dezember stattfinden, aber da fehlt noch eine Zustimmung von der Bank und deswegen wird es jetzt auf Januar verschoben. Also
Aber das ist auch so ein bisschen hanebüchene Begründung, die da rumgereicht wird, warum das jetzt so ist. Auch hier ist es einfach dieser Korrekturmodus. Und wo jetzt da der Boden ist, das weiß niemand. Aber per se, das sind beides Aktien, wo ich heute mal mich aus dem Fenster lehnen würde, auch wenn es jetzt natürlich keine klare einzelne Kaufempfehlung ist. Ja, aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen, dass die beiden auch wieder neue Höchststände erreichen werden. Mhm. Jens, dann kommen wir zu BASF. Die wurde gestern ja auch häufiger mal im Chat erwähnt, zum Beispiel vor dem John McCain. BASF hängt gerade kurz unter dem VWAP seit 2008, dem Finanzkrisencrash. Ich pumpe morgen mal 10.000 rein. Und der Ralf Obschinski, BASF zahlt auch eine gute Dividende. Und der Alexander Starr schreibt dazu dann, werden unsere Chemiekonzerne nicht durch die extrem steigenden Energiekosten und die Energiewende geschädigt? Ja, das werden sie. Und es wird nicht besser werden. Ja, die Badische Anilin- und Soda-Fabrik, weil dafür steht die Abkürzung. Das ist in Deutschen, gibt es ja so ein paar Abkürzungen. Aral, wer sie kennt, Aromaten, Aliphaten und die BASF, eben die Badische Anilin- und Sodafabrik, ist so eine Firma, das ist eigentlich die Volksaktie Nummer eins. Also noch bevor die Telekom kam, hatte jeder, der Aktien hatte, die BASF im Depot. Also das ist so das typisch deutsche Papier, obwohl die meisten Leute gar nicht wissen, was BASF wirklich so treibt. Ich kam neulich ins Gespräch mit einer etwas ökologisch angehauchten Frau. Dann kamen wir Aktien ins Gespräch und sagte sie, BASF haben Sie, die boykottiere ich total. Und dann dachte ich mir, nee, machst du nicht. Denn dann müsste sie die Klamotten ausziehen erstmal, die sind mit BASF-Farben gefärbt, die Schuhe, das Leder ist behandelt mit BASF, ihr Holzstuhl ist mit BASF-Schutzmittel. Also BASF boykottieren, das klappt nicht, wenn man wirklich in die Höhle zieht und sich dann von Waldbären ernährt. Und selbst da können es Pflanzenschutzmittel drauf sein. Also ganz, ganz schwierig. BASF umgibt uns Bauchemikalien, Körperhygiene, Shampoo, Textilien, Möbel, Holz, Elektroindustrie, Plastik, Kunststoff, Auto, Lacke, alles. All das ist BASF. Deswegen eine unheimlich weiträumige Aktie. Sehr, sehr wichtig und momentan leider im Zielfernrohr der EU. Die EU bringt ein neues REACH raus und da soll sozusagen auf Chemikalien jeglicher Art verzichtet werden. Da sieht man langsam, dass die EU von strickenden Holzmuttis unterwandert wird, denn es geht nicht, wir können unser Leben nicht ohne Chemikalien des täglichen Bedarfs aufrechterhalten. Da müssten wir wirklich wieder auf Ackerbau und Viehzucht zurückschalten. Und, aber bis diese Erkenntnis einsetzt bei der EU, das dauert leider immer viele, viele Jahre. Deswegen, das wird die BASF sicherlich beuteln. Man sieht es am Kurs. In den letzten 10 Jahren hat man mit der BASF ganze 10% Kursgewinn eingefahren. Also ja, feuchte Träume sehen anders aus. Aber dafür gibt es eben ungefähr 6% Dividende pro Jahr. Und die wird jedes Jahr ein bisschen gesteigert. Also man kann sagen, die Aktie von BASF ist wie so ein Leitsordner. Ja? Was Schönes, Deutsch, Solides, so wie Schnitzel mit Pellkartoffeln und Petersilie drauf. Was ganz Unspektakuläres. Mein Papa hat die Aktie damals für ungefähr 6 Euro gekauft. Damals bin ich noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gelaufen. Ist also eine Weile her. Aber wenn man nur lange genug wartet, wird aus der BASF auch wieder ein Tenbagger. Also Geduld und ein schönes Papier. Witwen- und Waisenaktie, würde ich sagen. Aber nichts für diese Jungs, die hier sich schon über 12% Kursgewinn ärgern und sagen, nur 12% in einem halben Jahr, was soll aus mir werden? Jens, ich liebe deine Vergleiche. Danke. Ja, machen wir weiter. Mick, der Michael Lützel möchte wissen, was haltet ihr von Quantafuel? Seit ich sie habe, ist sie rund 50% gefallen. Jetzt halte ich sie natürlich weiter. BASF ist ja da auch investiert. Was würdet ihr machen, halten oder verkaufen? Also Quantafuel. Ist das nicht der Lützel? Hat er nicht den Grill gestern gewonnen? Ich glaube schon. Ja. Könnte schon sein. Ne? Der Name stellt ja noch Fragen. Also, vor, ne? Ja, stellt ja noch Fragen. Was erlauben? Was erlauben Lützel? Was erlauben sich Lützel? Naja, aber wenn es ist, auf jeden Fall nochmal beste Glückwünsche. Und wir wollen auf jeden Fall Bilder sehen vom Angrillenmeister. Wir kommen vorbei. Ja, ja, wir kommen vorbei, genau. Ja, Quantafuel, mein Lieber, das ist natürlich schon
Also auf der einen Seite natürlich ein Unternehmen, was gerade in diese Zeit hereinpasst. Meine, die nehmen natürlich alles, was an Kunststoffabfällen da ist, also Plastik, 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 und verarbeiten das natürlich irgendwo in Kraftstoffe, in Chemikalien, sind also letztlich Müllsammler und versuchen daraus natürlich hier Green Energy zu machen. Also das ist natürlich lobenswert. Vollkommen richtig, BASF ist mit 20 Millionen mit dabei, dann sind noch verschiedene private Unternehmen mit dabei, Private Families, Family Offices, die natürlich die Idee für toll halten, finde ich letztlich natürlich auch. Aber die Frage ist natürlich, was schaffen die tatsächlich? Ich meine, das, was da an gemischten Kunststoffabfällen da ist, die normalerweise auf Mülldeponien verbrannt oder entsorgt werden, naja, das versuchen die natürlich tatsächlich umzurüsten, umzufrickeln, um halt eben dann tatsächlich halt eben hier Öl rauszuholen. Ja, die Aktie lag tatsächlich mal im Hoch bei 7, ist dann teilweise bei 4,45 gelandet. Aktuell liegt sie bei 2,25. Meine, aktuell wird da noch ein bisschen mehr Geld verbrannt als tatsächlich Kunststoffabfälle. Und vor allen Dingen, meine, jetzt während Corona ist der Spot halt eben nicht so unbedingt auf Quanta Fuel drauf. Ich denke, dass sich das vielleicht in den nächsten Jahren tatsächlich ändern könnte, muss man sagen. Also der Bereich Clean Energy ist natürlich in diesen Tagen natürlich absolut en vogue, aber ich denke, die Marktbewertung angesichts der aktuellen Umsatzzahlen, naja, das ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Also ich würde sie vielleicht behalten, aber da muss man viel, viel, viel Geduld mitbringen. Und ist halt eben die Frage, kann Quanta Fuel tatsächlich die Plastikprobleme unserer Erde endlich dann tatsächlich alleine lösen? Also da darf man mal viele, viele Fragezeichen hintermachen. Aber es ist natürlich ein ernstzunehmender Ansatz. Absolut. Der Christoph schreibt, oh je, was ist denn bei C3AI passiert seit dem IPO? Und der Almfrosch schreibt, könnt ihr in einem der nächsten Videos mal ein oder den anderen Wert der Abstauberliste beleuchten in Sachen Chancen, wie zum Beispiel C3AI, Jürgen? Also wie du das aussprichst, können die schon mal das gar nicht aussprechen. Das ist schon mal als allererstes. Das hört sich toll an, ja. Ja. Ich spreche jetzt einfach der Einfachheit halber von C3. Ja. Nicht von C3PO, sondern nur von C3. Und im Grunde genommen, ich meine, die Geschichte dahinter ist wieder so eine Visionärsgeschichte. Ja. Also Tom Siebel, ja, also Mick und ich weiß nicht, Jens, du vielleicht auch noch, kenne noch Siebel Systems. Ja, Siebel Systems, logisch, hallo. Softwarefirma, und ja, die wurde von Tom Siebel aus dem Boden gestampft, der zuvor bei Oracle war und hat dort den Laden vorangebracht. Dann ist er raus, hat Siebel Systems gegründet, bis Oracle wiederum Siebel Systems gekauft hat, ja. Dann ist er da eben weg und hat eben C3 gegründet. Und da geht es natürlich um das riesenspannende Thema künstliche Intelligenz, ja, und um Daten natürlich auszuwerten. Es geht beispielsweise im Energiesektor. Man hat da sehr gute, große Kunden, die auch die Software von C3 einsetzen, um ja den Stromverbrauch zu analysieren, auszuwerten, um da Einsparpotenzial zu ermitteln. Im Finanzsektor wird es eingesetzt, um Geldwäsche herauszufinden, zu analysieren. Also unglaublich viele Anmeldungsmöglichkeiten. Man ist bei tolle Kunden, AstraZeneca, Dell, Royal Dutch, ja, also überall ist C3 da an Bord. Zum IPO in 2020, ja, kam die Aktie mit $45 an den Markt, damals bewertet mit über 9 Milliarden Dollar, aktuell nur noch 3 Milliarden Dollar, also da sieht man schon ordentliche Talfahrt. Es ist natürlich ein teurer Laden, da muss man sich nichts vormachen. Ich meine, die Zahlen jetzt zum letzten Quartal, Wachstum 41%, hört sich gut an, auf $58 Millionen. Also wir reden hier von einem Unternehmen, das wird wahrscheinlich in dem Jahr, die haben jetzt hier die Prognosen konkretisiert, für 22 peilt man jetzt einen Umsatz von 248 bis 251 Millionen Dollar an, hat sogar da ein bisschen erhöht die Prognose, aber man ist nach wie vor operativ negativ unterwegs. Also das Ergebnis soll bei minus 100 bis minus 108 Millionen Dollar liegen. Also
halb so viel Minus wie Umsatz, ja. Und da ist auch 3 Milliarden Dollar immer noch eine Marke. Aber, und da muss man auch wieder ein bisschen Fantasie entwickeln. Die Anleger lieben diese Storys, wenn wirklich Visionäre reingehen, haben ein klares Ziel und haben eine gute Kundschaft und blicken voraus. Also von daher macht so eine fundamentale Betrachtung auf dem Niveau kaum Sinn, sondern es geht wirklich darum, was traut man solcher Software zu? Ja? Was traut man generell diesen Datenanalyseunternehmen auch zu, die ja allesamt, also ohne Ausnahme zuletzt, irgendwie unter Feuer waren? Was eben auch wiederum, was ich vorhin erzählt habe, überall bei diesen Highflyern des Jahr 2020, auch noch 2021, da wurden ab Mitte des Jahres ordentlich Gewinne mitgenommen. Und da weiß niemand, wann da letztendlich der Boden erreicht ist und wann das wieder zieht. Und trotzdem bleibe ich dabei, eine Aktie auf dem Niveau jetzt in Tranchen einzusammeln, das kann durchaus Sinn machen. Ja. Auch wenn man wirklich da bewertungstechnisch keinen Ansatzpunkt findet. Jens, der Chill-Instructor fragt, mich würde Evonik interessieren für den Zoom-Talk. Traditionsreiches Unternehmen, langjähriger Hauptsponsor vom BVB, läuft immens unter dem Börsenradar. Deine Meinung? Ja, gut, dass du mich fragst, nicht in Mick, weil wenn der Mick hört, Fußball schreien, dann bin ich höre den Chill-Instructor. Wobei ich sagen muss, das Engagement von Evonik beim BVB finde ich auch ziemlich dämlich. Weil Güni, der Fußballfan, kann gar nicht Kunde bei Evonik werden. Da kann ich rausgehen und sagen, jetzt kaufe ich auch 10.000 Tonnen Polymersubstrate oder sowas. Quatsch da. Also totaler Quatsch. Das dient wirklich nur, damit die Vorstände ab und zu mal der Fankurve ganz oben Platz nehmen können. Richtig. Aber abgesehen davon, also wenn Greta Thunberg mich fragen würde, welche eine Aktie kannst du mir empfehlen, würde ich sagen, nimm Evonik. Aus dem einen Grund, diese Aktie, die macht Spaß auf Nachhaltigkeit, auf Wende. Ja? Die haben so dermaßen tolle Ideen und dermaßen tolle Produkte und sie sind so weit gefächert. Ich habe mal eins rausgeschrieben, Matratzenrecycling. Jedes Jahr werden in Europa 40 Millionen Matratzen entsorgt. Und wer schon eine Matratze vom dritten Stock ins Erdgeschoss getragen hat, der weiß, was für widerspenstige Mistviecher das sind, ja. Und so ein Ding entsorgen, da braucht man kein Messer, da braucht man eine Machete oder einen Reißwolf. Und Evonik schafft tatsächlich 600 Kilotonnen Abfall pro Jahr zu vermeiden, mit dem Verfahren Matratzen zu recyceln, den PU-Schaum wieder zu gewinnen und daraus neue Produkte zu machen. Das ist Nachhaltigkeit. Oder Fischfutter aus Algen gewinnen. Wir alle essen ja gern mal Lachs, aber das soll man ja nicht, weil um ein Kilo Lachs zu züchten, müssen 2 Kilo Wildfisch sterben. Die werden geangelt, die Meere werden überfischt. Evonik hat Verfahren entwickelt, um die Omega-3-Fettsäuren aus Algen zu gewinnen in großen Tanks am Land. Dann werden diese Tanks geflutet, dann werden daraus diese Algen werden dem Fisch zugesetzt und so entsteht nachhaltiges Fischfutter. Und somit bekommen wir tatsächlich Lachsfarmen quasi nachhaltig gestaltet. Das ist unheimlich wichtig, denn der Lachs ist der Schwein des Meeres, ist das Schwein des Meeres quasi. Ja? An Land werden die Flächen immer geringer. Und wir brauchen einfach das Meer, wenn wir die Leute ernähren wollen künftig mit Fisch. Und Fisch ist eben sehr gesund. Also Omega-3-Fettsäuren sind das Leben essentiell. Die Menschen in fischreichen Ländern leben eben wesentlich gesünder als die Menschen in Ländern, wo es jeden Tag Schweinebraten gibt. Wichtig, ganz, ganz wichtig, Soldaten fliegen. Bei Evonik ist man in die Massentierhaltung eingestiegen. Man züchtet Soldaten fliegen. Diese Larven von diesen Fliegen, die fressen Essensreste. Die fressen tatsächlich Scheiße, ja. Wenn man dazu sagt, frisst Scheiße, macht ihr das. Also man kann Kot, Urin, Essensreste an diese Soldatenfliegen verfüttern und die machen daraus Fette, Glycerine und eben wieder Fischmehl, Proteinmehl. Und damit kann man Fische züchten, damit kann man düngen, damit kann man sogar Biodiesel herstellen. Also wir machen wirklich aus Abfall wertvolle Produkte für die Nachwelt, Futtermittel. Und das ist ein so unglaubliches Potenzial. Bis 2030 rechnet man mit 5.000% Wachstum in diesem Bereich. Ich verstehe nicht, warum diese Aktie nicht steigen will. Vielleicht ist sie an die Performance vom BVB gekoppelt. 4,4% Dividende tröst mich so lange hinweg beim KGV von 13,7. Aber seit 10 Jahren ist dieser Kurs eingefroren. Selbst Analysten verstehen die Welt nicht mehr. Also 25 Buy-Ratings treffen auf 13 Sell-Ratings. Also
Das Sentiment für Evonik ist toll. Man ist bereit, Covid im Bereich Covid dabei. Ich verstehe es nicht, warum die Leute keine Lust auf diese Aktie haben. Irgendwann wird der Ausbruch gelingen und darauf freue ich mich. Und vielleicht hat der BVB eines Tages auch mal wieder die Meisterschale in der Hand. Vielleicht im selben Jahr. Würde mich freuen. Mick, vielleicht laden wir ja mal die Greta Thunberg zu uns in die Show ein. Und da kann der Jens ihr mal die Vorzüge von Evonik nochmal erklären. Vielleicht, also das mit den Soldaten fliegen, das musst du mir nochmal erklären. Also das ist gerne interessant. Ja, das Teekesselchen möchte wissen, ja. Salesforce, Mick, der sogenannte SAP-Konkurrent, hat ja nach den guten Zahlen, aber verhaltenem Ausblick gestern 11% nachgegeben. Kauf- oder Nachkaufchance? Kauf. Ups. Oder? Ups. Ja, die hat ja schon nachbörslich 6% nachgegeben, aber man muss fairerweise dazu sagen, ja, meine, manchmal sind es ja nicht unbedingt die Zahlen, das wissen wir ja alle. Ja, meine, die Zahlen waren eigentlich relativ solide. Okay, die Gewinnprognose lag bei der Gewinnprognose sagt man 7 Cent unter der Erwartung. Okay, die Prognose, das haben auch die meisten Analysten gesagt, naja, die war eher konservativ. Aber was den meisten nicht geschmeckt hat, und das ist halt eben schon mal bei den Zahlen so, das war letztlich der Ausblick. Der Ausblick, der hat den meisten Analysten nicht gepasst und somit hat man da zuerst einmal abverkauft. Aber was die Analysten jetzt im Nachgang auch gesagt haben, der Rücksetzer ist eigentlich die perfekte Chance letztlich für den Einstieg, ja, weil die Aktie liegt aktuell bei 2,3140, kommt von 2,7220. Also wenn man jetzt ein Schnäppchen haben will, wenn man auf den Black Friday setzt, wenn man die Aktie wirklich günstiger haben möchte, dann kann man jetzt tatsächlich billiger rein. Und das haben wir auch ein bisschen im Vergleich gesehen, weil ich hier kurz nach den Zahlen mal so ein bisschen auf unsere SAP geschielt habe. Ja, hätte ja sein können, dass die in dem Zuge auch mit runtergegangen ist. Nein, ist sie an dem Tag nicht. Die SAP hat dadurch überhaupt keinen Schaden genommen. Und von daher, wenn man die Salesforce tatsächlich haben möchte, dann kommt man jetzt mit rein. Und ich denke, à la long, also langfristig, wird die Salesforce sich auch ganz klar wieder erholen, weil sie ein gesundes Kerngeschäft hat. Ende, also Schlussapplaus. Es war wirklich der etwas konservative, verhaltenere Ausblick. Ja. Jürgen, die nächste Aktie wird auch oft nachgefragt in unseren Chats. Der Andreas sagt, könntet ihr bitte mal die Teladoc-Aktie morgen besprechen? Also wie hier, wie gesagt, auch mal bei uns im Tool oder auf Aktienlust.tv einfach mal nach Teladoc. Wir haben ja da auch schön die Videos auf unserer Homepage gelistet und da kann man auch Teladoc eingeben, dann findet man alle Videos dazu. Aber hier nochmal in aller Kürze, also Teladoc, Telemedizin. Natürlich einer der Corona-Profiteure. Letztes Jahr ging hoch auf 280 Euro, aktuell 80 Euro. Börsenwert immer noch 13,6 Milliarden Euro. Aber das Unternehmen ist durchaus spannend, ja. Und selbst spricht von einem adressierten Markt allein in den USA von im dreistelligen Milliardenbereich, wo man sich selbst einen großen Kuchen da irgendwann einverleiben will. Und ich glaube durchaus, dass dieser Markt Zukunft hat, weil viele Dinge. Auch im Kontakt zu Ärzten hat man gelernt, dass das eben auch digital funktioniert. Ja, man muss nicht wegen jedem Kram sich in den Waderaum setzen und den Arzt persönlich aufsuchen. Da geht viel digital, da gibt es noch viele Einsparmöglichkeiten und auch Optimierungsmöglichkeiten im Verhältnis Ärzte und Patienten. Und ich glaube, da ist Teladoc ganz gut aufgestellt. Und ich glaube, auch hier gilt, die Highflyer aus der zweiten, dritten Reihe sind unter Druck geraten und jetzt gilt es da drum, sich aus diesen ganzen irgendwie einen gesunden Strauß in der zweiten, dritten Reihe zuzulegen und da ist Teladoc sicherlich nicht die uninteressanteste Aktie. Der Mike Like fragt speziell dich, Jens, Pfizer ist doch etwas heiß gelaufen, oder? Das Momentum stimmt, aber Rücksetzer ist sehr gut möglich. Wie siehst du das? Wann ist eine Aktie heiß gelaufen? Also wenn eine Rivian an die Börse kommt, ein Unternehmen, das in seinem ganzen Leben noch nicht einen Cent Umsatz gemacht hat, ja,
Und die haben nur eine tolle Idee für ein Auto und kommen an die Börse und werden mit einem Betrag von so vielen Milliarden, ich glaube 80 Milliarden bewertet, mehr wert als Volkswagen. Dann würde ich sagen, oh, das könnte, da brennt es ein bisschen zwischen den Ohren, da brennt der Hut, glaube ich. Das ist heiß gelaufen. Mhm. Eine Pfizer, die all die Jahre extremst unterbewertet war und jetzt durch Covid-19 ein bisschen ein Schlaglicht bekommt. Ja. Ich meine, der Impfstoff hat Pfizer im letzten Jahr 14 Milliarden zusätzlich eingebracht. Das ist zwar ganz nett, aber gewürdigt wurde ja vor allem die BioNTech. Jetzt das neue Medikament, das Paxlovid, sehe ich auch als kritisch an, weil es ist ziemlich teuer, es steckt voller Nebenwirkungen. Also wer Covid hat und das Mittel nimmt, der wird es auf jeden Fall sagen, hätte ich mich doch impfen lassen, aber lassen wir das Thema lieber. Mittelfristig wird Covid zu einer Art Grippe verkommen. Das ist jetzt, dem stimmen alle Virologen zu. Also so in 3-4 Generationen wird Covid uns dann einmal im Jahr überraschen mit Fieber, Halsschmerzen, Husten und was noch dazu kommt. Dann werden diese Covid-Medikamente eher sowas wie Grippostat werden, die man so bei OTC in der Apotheke über den Dresen kriegt. Also da sehe ich für Pfizer auch nicht das Große. Sondern Pfizer ist ein Qualitätsunternehmen, das immer wieder neue Sachen auf den Markt bringt. Die Pipeline von Pfizer ist randvoll. Ich habe es mir vorhin rausgelassen. Phase 1, 27 Wirkstoffe, Phase 2, 29 Wirkstoffe, Phase 3, 29 Wirkstoffe und 9 Wirkstoffe, Blockbuster in der Zulassung. Da haben wir zum Beispiel dabei Lobrena gegen Lungenkrebs. Nicht jetzt auf mich, nein, also alles. Hallo. 2 Millionen Fälle pro Jahr. Lobrena, da kostet eine Packung für 30 Tage $6,000. Ja? Also da steckt wirklich... wer diese Krankheit hat, der kostet. Ist so. Und der Lobrena hat große Aussichten, Lungenkrebs abzumildern. Xeljanz ist gegen Wirbelkörperentzündungen im Rücken. 1% der Bevölkerung. Oder Rilogolix, Endometriose. 10% aller Frauen haben das. Das sind Medikamente, die haben Blockbuster-Potenzial. Und sowas kommt bei Pfizer ständig auf den Markt. Nein, ich finde nicht, dass Pfizer heiß gelaufen ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass Pfizer eine tolle Aktie ist mit einem KGV von 13, einer Dividendenrendite von 3%. Was soll da heiß laufen? Also ich werde Pfizer weiter halten und bei Bedarf akkumulieren. Ich bin froh, dass die Aktie ein bisschen einen Sprung gemacht hat. Das war bitter notwendig. Aber Pfizer ist und bleibt ein tolles Papier. Mick, der Alexander Star schickt uns schöne Grüße aus Palma und hat eine Frage zu Twitter. Man munkelt, dass Twitter eventuell von Microsoft übernommen wird. Ist da was dran? Schöne Grüße zurück nach Palma. Ja, diese Munkelei, die geht tatsächlich so ein bisschen durchs Netz. Ja, Jack Dorsey hat sich ja jetzt zuerst einmal verabschiedet. Und man sagt ihm tatsächlich nach, dass er so ein bisschen den Platz auch frei macht, um genau dieser Spekulation so Rechnung zu tragen, weil der neue CEO, den man gewählt hat, ehemaliger Technikvorstand Agrawal, ja, der kriegt es ja irgendwo schon seit 10 Jahren nicht so richtig auf die Reihe, tatsächlich mit Twitter oder mit der Plattform die richtige Monetarisierung zu finden, also wirklich aus Twitter Geld rauszuholen. Also sollte man den Ball tatsächlich jetzt mal spielen, dass Microsoft Twitter übernimmt, käme natürlich Microsoft zu Pass, dass die über Twitter in die sozialen Medien vordringen können, weil Microsoft hat eine solche Plattform ja nicht unbedingt. Und wenn Microsoft jetzt, sagen wir mal, so 15% auf den Kurs von Twitter auf die Aktien draufschlagen würde, dann hätte Twitter in etwa eine Marktkapitalisierung von an die 40 Milliarden US-Dollar. Das wäre fair. Meine Microsoft kann sich das Geschäft so oder so auf jeden Fall leisten. Also Geld hätten die mehr als genügend, kämen so in den Social-Media-Bereich rein. Die Aktionäre wären damit zufrieden und beide hätten das, was sie wollten, nämlich Microsoft, wie gesagt, den Social-Media-Part, Twitter auf der anderen Seite, dann ein starkes Unternehmen an der Seite. Also vorstellbar wäre das. Dann würde ich jetzt natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch eine Microsoft-Aktie kaufen, was Jürgen und ich ja sowieso schon traditionell ganz gerne tun, weil wir Microsoft für gut halten. Also, das ist tatsächlich eine Munkelei, das ist ein Gerücht, das ist eine Spekulation, aber wir wissen ja, da wo ein kleiner Rauch ist, könnte natürlich auch durchaus eine kleine Flamme sein. Man könnte natürlich auch überlegen, aber
das ist natürlich eine ganz wilde Spekulation. Und so viel Geld hat er letztlich auch nicht, dass Donald Trump eventuell Twitter übernimmt. War ja immer einer seiner Lieblingskanäle. Aber über so viel Taschengeld hat weder er, noch stellt ihm das die Deutsche Bank zur Verfügung. Also das ist ein Plan, der geht natürlich leider nicht auf. Ja, also Microsoft wäre da natürlich durchaus realistisch. Jürgen, der Heiko Thieme hat ja gesagt, dass er gestern, dass er gerne generell in drei Branchen einsteigt, gerne dann nochmal tiefer nachkaufen. Und da fand ich die Frage vom Teekesselchen ganz interessant. Er schreibt, aber Herr Thieme, was machen Sie denn, wenn der Kurs nach dem ersten Drittel Ihrer drei Branchen steigt, anstatt weiter fällt? Buttern Sie dann die beiden anderen Branchen auch in steigende Kurse rein? Wie würdest du das handhaben? Also ich meine, jede Theorie hört sich immer in der Theorie wunderbar an, aber die Praxis ist einfach schwieriger als die Theorie. Und das lernen wir als Börsianer seit 30 Jahren. Also auch ich habe manchmal richtig tolle Pläne bezüglich bestimmter Investments und muss sie wieder über den Haufen schmeißen, weil sich die Dinge einfach anders entwickeln. Aber grundsätzlich ist der Kauf in Tranchen, darum geht es, den halte ich auch für sinnvoll. Ja, unabhängig davon, dass natürlich niemand weiß, sind die zweite und dritte Tranche billiger. Mir ist es sogar immer lieber, dass die zweite und dritte Tranche teurer ist, weil dann weiß ich, okay, die Aktie hat die Wende wieder geschafft, ja, und ich kaufe dann mich nach oben ein. Aber natürlich ist es schöner, und das zeigt auch die Vergangenheit, wenn man eben nach unten wirklich gute Aktien nach unten kauft, und das geht auch auf. Da kriege ich natürlich, ich sag mal, wenn ich für 50 die erste kaufe und für 40 die zweite und für 30 die dritte, da kriege ich bei der dritten Tranche fast die gleiche oder die doppelte Anzahl an Aktien als bei der ersten, ja. Und das macht natürlich nach hinten raus einen enormen Effekt aus, wenn dann die Wende kommt. Aber letztendlich glaube ich einfach, und wir haben ja, wenn ich jetzt mal bei diesen Wachstumsaktien rede jetzt oder das, wie gehe ich daran, da würde ich es genau so machen, eben in drei Tranchen. Ich würde das aber zeitlich strecken fast, ja. Ich würde sagen, macht dieses Jahr eine erste Tranche, macht im Frühjahr die zweite und nächstes Jahr im Sommer die dritte. Ja, also, weil das ist so ein Zeitraum, da kann zwischendurch viel passieren, aber dann habe ich meinen Einstieg ganz gut gefunden. Also so würde ich es eher handhaben. Mhm. So, jetzt wird es schwierig in der Aussprache, Jens. Du musst mir ein bisschen helfen. Also erstmal hier der Seong Gi Hung schreibt, Jens, könntest du mal ein Update zu GAC Automobile, auch Guangzhou? Du musst mir helfen machen. Du hattest die doch im Börsenspiel empfohlen. Was sagst du? Also erstmal, der Mann heißt Ki Hun Song. Ki Hun Song, und der hat gerade 45,6 Millionen Won gewonnen, und die will er wahrscheinlich bei uns anlegen. Deswegen schaut er uns zu. Ja, Squid Game, das ist der Chefcharakter von Squid Game. Ich nehme mal so an, dieser Kollege hier hat seinen Namen falsch angegeben, würde ich das mal sagen. Oder Squid Game ist lebendig geworden. Abgesehen davon, ja, GAC Automobiles ist ja eigentlich ein ziemlich einfältiger Automobilhersteller mit ziemlich übersichtlichen Automobilpalette. Wer über GAC Automobiles, Guangzhou Automobiles redet, der redet über Graphen. Da waren wir doch mal bei Graphen. Und da möchte ich jetzt mal ganz kurz einen Ausflug machen und meine liebe ehemalige Kollegin Sandra aus Anzing grüßen, die mich immer mit tollen Artikeln aus dem Bereich Impfstoffe und natürlich auch Verschwörungstheorien versorgt. Und sie hat mir was geschickt, und das muss ich jetzt hier vorlesen. Graphen in Impfstoffen. In diesen Impfstoffen befindet sich Graphenhydroxid, Ausrufezeichen. Das sind Rasierklingen aus Kohlenstoff im Nanobereich, 3 Ausrufezeichen. Dieses Graphenhydroxid zerschneidet die Impflinge von innen. Aus diesem Grunde weisen sehr viele Geimpfte schwere flächendeckende Blutungen auf. Und deshalb versagt auch das Herz bei vielen Sportlern, Kindern und weiteren Impfprobanden. Aua, das klingt gefährlich. Also das hätte ich für Impfen vorher wissen müssen, dass da Graphenhydroxid drin ist. Wir müssen wissen, Graphen ist in der Herstellung unheimlich teuer. Also ein Blatt mit 10 cm Durchmesser kostet ungefähr 700 € und wiegt 7,5 Mikrogramm. Wenn man jetzt Graphen, was ja eigentlich Kohlenstoff, eigentlich Graphen das Geilste, was man aus Kohlenstoff herstellen kann, ja, also das größte Errungenschaft der Menschheit wäre Graphen, das Diamantenmist dagegen. Ein Diamant ist bisschen Grillkohle, gepresst, warm gemacht, und schon wird ein Zinkgerät daraus. Nur spitz gesagt. Aber Graphen ist der absolute Hammer. Und wer so doof ist und Graphen mit Hydroxybaugruppen an, der macht daraus Alkohol, mehr oder weniger.
Also sie machen aus teurem Graphen Alkohol. Aber ein Stammball Graphenschnaps würde ungefähr, ich habe es ausgerechnet, 750 Milliarden kosten. Millionen kosten, Entschuldigung. Also so doof sind Impfstoffhersteller, dass sie so einen teuren Schnaps herstellen und die Spritze füllen. So ein Quatsch. Ja, also da sieht man mal diese Impfgegner, mit was für komischen Kram die sich selber scheinbar impfen, dass da solche Ideen kommen. Es gibt kein Graphenhydroxid. Diese Baugruppe, die Verbindung würde keinen Sinn machen in keiner Chemikalie. Also aber wir können gerne mal ein Chemieseminar machen, dann kann ich das genauer erklären, warum das nicht funktioniert. Aber wir kamen eigentlich auf Guangzhou Automobile zu sprechen. Der Ion 5 funktioniert tatsächlich, der Graphen-Akku. Also auf einer Show wurde präsentiert, wie das Auto innerhalb von 8 Minuten auf 80% Aufladung kommt und ungefähr 1000 Meter Reichweite nachlädt. Da muss ich an Stoiber denken. In nur 10 Minuten laden Sie Ihren Ion 5 um 80% in London Heathrow auf. Tolle Sache. Aber warum ist dann die GAC-Aktie, die Guangzhou-Aktie nicht explodiert? Ich sage einfach mal, persönlich glaube ich einfach, das kann kein Mensch brauchen. Denn wenn ein Auto so schnell auflädt, da reden wir von 800 Volt Ladeleistung bei 600 Ampere, da flackert das Licht, aber nicht nur bei mir zu Hause, sondern ganz gut. Der ganzen Straße. Also ich habe mal mein Haus dagegen gehalten. Wir haben 36 Ampere Anschlussleistung bei 230 Volt. Das bräuchten wir wahrscheinlich, wenn meine Frau sich föhnt, ich 3 Wasserkocher anschalte und die Tochter im Keller die Kreissäge hochfährt und mit einem Aluminiumschmelzofen arbeitet. Ja? Und wenn wir jetzt ein Auto draußen aufladen, das 90 mal so viel Strom zieht, dann werden alle meine Nachbarn sagen, hey, der Fernseher ist aus. Und nicht nur der. Also von daher, tolle Sache. Tesla kriegt sicherlich hier ein bisschen eine Anregung. So ein Ion 5 soll 30.000 Euro kosten. Auch das spannend. Deswegen, entweder die Guangzhou lügen wie gedruckt. Und das stimmt alles gar nicht. Das wäre aber dann auf der Show schwierig geworden. Das hat sicherlich einer nachgeschaut. Eine Wahnsinnsgeschichte. Die Firma ist mit 2 Milliarden, 2,7 Milliarden, moderat niedrig bewertet für Automobilhersteller. Dividende 4%, KGV 7. Ich habe eine Tranche drin. Ich traue dem Braten nur so bedingt, aber es ist immer noch der Wahnsinn. Und ich möchte wissen, wie die das Graphen hergestellt haben. Denn ich möchte in die Impfstoffindustrie demnächst Graphenhydroxid einbringen und kleine Rasierklingen aus Kohlenstoff. Also tolle Sache. Guangzhou, ich bin dabei, aber mit Vorsicht zu genießen, der Braten. Mick, wir stellen ja in unserer Live-Sendung auch immer ein Zertifikat, ja, in dem Fall von der UBS, vor. Und da hatte der Thomas gestern eine Frage und er schreibt, ja, aber bei dem Index-Zertifikat, da gibt es doch auch ein Emittentenrisiko, oder? Das ist richtig, da hole ich mir auch den Jürgen ins Boot. Index-Zertifikate haben ein Emittentenrisiko, während ETFs zu Sondervermögen zählen, mit Aktien hinterlegt sind und kein Emittentenrisiko haben. Das heißt also, bei den Indexzertifikaten haben wir ein Risiko, aber, und da muss ich den Jürgen fragen, inwieweit das halt eben hintenrum halt eben noch abgedeckt ist. Also grundsätzlich, das ist ja elementar wichtig, dass man solche Zertifikate bei renommierten Anbietern eben Kauf wie einer UBS, wie einer Vontobel, wie einer Citigroup, wie einer DZ Bank. Also wie gesagt, also wirklich diese Global Player, die per se gar nicht mehr pleite gehen dürfen. Das wird kein Staat dieser Welt mehr zulassen nach Lehman. Ja. Und natürlich sind das hochsolide Häuser und da muss ich mir auch keine Sorgen machen. Also immer dieses Emittentenrisiko, Das sehe ich aktuell nicht. Ne? Also die Leute, die kaufen wie irre Kryptos, ja, aber ein Zertifikat, dann fragen sie nach einem Emittentenrisiko. Ja? Also das passt irgendwie nicht zusammen. Also wie gesagt, wenn wir was empfehlen, wir setzen auf die großen Anbieter, auf die großen Banken und da muss ich mir da diesbezüglich auch keine Sorgen machen. Ja. Noch eine allgemeine Frage, Jürgen von der Mail Jojo. Auf was sollte man denn bei einer Aktie achten? Auf den Trend oder die Fundamentaldaten? Ja, das kommt auf die Aktie an. Ja. Also beides ist interessant und wichtig. Aber ich meine, wir haben vorhin über C3 gesprochen.
dann nützen mir Fundamentaldaten gar nichts. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich mir eine Allianz angucke, da kann ich schon auf die Fundamentaldaten schauen. Ja. Also wenn dann eben gemeldet wird, wie sich Umsatz, Ertrag und Gewinn entwickeln und die Dividende, und dann sehe ich den Kurs und dann kann ich mir eben ausrechnen, wenn eine Aktie fällt und die Dividende, die seit Jahren immer weiter steigt, das ist zu greifen. Also ich glaube, es hängt auch mit den Branchen zusammen, ne? Und es hängt natürlich innerhalb von Branchen. Dann kann ich auch wieder Fundamentaldaten ranziehen. Also wenn Unternehmen ungefähr gleich schnell wachsen und das eine hat ein KGV von 20 und das andere von 70, dann würde ich mir eher das mit 20 anschauen. Ja? Also, aber grundsätzlich kann man das nicht generalisieren. Also es kommt auf die Branchen an, es kommt auf die einzelnen Aktien an. Wir haben beides im Blick und orientieren uns dann natürlich eben auf die Perspektive, was für jede Branche oder Aktie da aktuell eher entscheidend. Jens, ich weiß ja, du bist auch eher der Fundamentalanalyst beziehungsweise setzt auf Qualitätsunternehmen mit guter Dividendenrendite. Und da hat hier der Christoph eine schöne Aussage zum Schluss getroffen. Alle wollen schnell reich werden an der Börse und vergessen dabei, die Qualitätsunternehmen zu kaufen, die nahezu immer steigen. Was sagst du da? Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ja. Das Problem ist nur, wann ist ein Qualitätsunternehmen Qualitätsunternehmen? Also ich meine, die meisten Unternehmen halten sich für qualitativ hochwertig. Sagt keiner, hey, wir sind totale Saftladen oder sowas, kauft ja nicht bei uns. Ich glaube, selbst Markus Braun würde selbst Wirecard heute noch als Qualitätsunternehmen bezeichnen, ja. Also ich habe einmal erlebt, dass ein Unternehmen gesagt hat, wir sind ein Saftladen, das war die Snap Incorporation, Snap Inc. Da hat der CEO gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir jemals irgendwie Geld verdienen damit. Und trotzdem ist der Laden heute 600% im Plus, was wieder zeigt, wie einfältig manche Leute Geld verblasen an der Börse, ja. Normalerweise hilft der Blick in die Vergangenheit, aber auch der Blick kann oft falsch sein. Wir hatten gestern das Thema Bilfinger mal ganz kurz angeschnitten im Chat. Bilfinger war bis 2014 ein Qualitätsunternehmen. Dann kam Roland Koch. Psst, wir sind in Hessen. Der ist von dem gerade mal getrittelt, kann man sagen. Ja? Also Bilfinger wird immer noch in den Medien als Baukonzern dargestellt. Dabei ist Bilfinger schon lange kein Baukonzern mehr, ein Technologieunternehmen, das eigentlich eher Dienstleistungen verkauft im Bereich pharmazeutische Anlagen zum Beispiel. Ein richtiger Skandalnudel, Bilfinger. Aber in letzter Zeit treffe ich immer wieder auf Bilfinger auf Messen und muss sagen, diese Firma will die Wende scheinbar schaffen. Also eine Skandalnudel, die zurück ins richtige Leben will. So eine Art Claudia Obert als Aktie, kann man sagen. Ja? Lange im Reality-TV Alkohol zelebriert und jetzt so ein bisschen zurück ins politische Leben. Wie kam ich auf Bilfinger? Ja, KGV von 10, Rendite von 3,75% im Vorwort. Kann man also empfehlen, als Unternehmen eventuell wieder einzusteigen. Ich bin mir auch auf Hochtief aus. Und genauso ist es mit den Aktien. Schaut mal in die Vergangenheit, wägt ab, wie schaut es aus mit dem Unternehmen, wie ist es positioniert im Markt. Und so eine Pfizer zum Beispiel, das ist ein Unternehmen, wo ich sage, Qualität, die sich auf Jahre hinaus noch weiterziehen wird. Wer den großen Gewinnsprung sucht, der ist mit Unternehmen wie Pfizer natürlich ganz falsch. Aber es gibt die Mittelwege, so SAP zum Beispiel, die wenig Dividende auszahlen, aber stetig steigen. Wir hatten da letzte Woche noch hier dieses deutsche Unternehmen, STO, STO, Bauunternehmen. Das ist doch ein Qualitätsunternehmen. Seid wie Heiko Thieme, macht den Marathon quasi. Die 100 Meter sind schnell gemacht, aber macht den Marathon. Lasst euch Zeit, lasst euer Unternehmen, euer eigenes Unternehmen, lasst euer Depot wachsen. Gebt ihm Zeit. Das ist wie eine schöne Pflanze und dann wird ein schöner Baum draus. So. Ja, das hast du schön gesagt. Das waren doch schöne Schlussworte vom Jens hier. Richtig. Genau. Ja, dann, das war's von meiner Seite. Das waren unsere Fragen von gestern. Vielen Dank euch drei für die Einschätzung zu den einzelnen Themen. Auch dir, Jens, danke für deine amüsanten Einspielungen. Es macht immer sehr viel Spaß mit dir. Ja, und ich freue mich schon wieder auf die nächste Show, die ja dann am 16.12. stattfindet. Diesmal auch mit hochkarätigen Gästen aus dem Krypto- und Blockchain-Bereich, wie zum Beispiel Professor Dr. Sander, Dr. Julian Rosp ist ja wieder dabei und sogar unsere Finanzgeber. Da freue ich mich schon total drauf. Ja. Ja, und natürlich kann man weiterhin noch tippen. Ja, also deswegen, Gewinnspiel geht auf unsere Seite, Aktienlos TV. Ja, und nimmt am Gewinnspiel teil.
Der nächste Grill, der geht vielleicht ja auch schon wieder an den Herrn Lützel. Ja, weiß man ja nicht, wenn der wieder richtig tippt. Aber vielleicht ist ja ein anderer näher dran, den Bitcoin-Stand zu tippen zum 22.12., also kurz vor unserer Weihnachtsshow. Mitternacht endet ja das Datum. Also auf unsere Seite gehen, mitspielen. Und natürlich auch noch der Hinweis, wer die Depots der Börsenspielteilnehmer live verfolgen will, der kann das auf Guidance tun, ja. Da kann er alle Börsenspieldepots verfolgen. Natürlich auf unserer Homepage findet man die auch. Und natürlich noch der Hinweis, und das sind wir auch unseren Unterstützern schuldig, wer günstig Aktien handeln will, ja, der macht das beim Smart Broker. Wer hier einen deutschen Anbieter sucht, ab 500 Euro zahlt man da keine Gebühren für die Aktienorder. Wer es international hat und in Dollar unterwegs ist, der kann natürlich bei eToro fündig werden. Da hat er natürlich dann auch den Zugang zu den ganzen wichtigen Kryptos dieser Welt. Ja, ansonsten tolle Fragerunde wieder, ja. Und der Jens, der ist nicht mehr wegzudenken. Ja, also da müssen wir immer freitags nachmittags Zeit nehmen, ja. Mhm. Und gut, wir wissen auch, wenn die Nicole wieder mal Urlaub hat, wie wir das lösen. Und von daher ist das alles eine schöne Geschichte. Und ich wünsche euch allen da draußen jetzt ein schönes Wochenende. Ja, bleibt schön gesund, macht das Beste draus. Es wird auch wieder die Sonne scheinen nächstes Jahr. Und irgendwann, wie der Jens da sagt, ist Corona nur noch eine Grippe, eine lästige Plage, aber nicht mehr mehr. Und so lange halten wir auf jeden Fall durch und machen weiter Lust auf Aktien. In diesem Sinne. Schönes Wochenende. Danke. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.